mir war es halt einfach wichtig, dass ich die Pille los bin. Und deswegen nehme ich das einfach in Kauf, dass ich jetzt so aussehe. Die 27-jährige Hanna Bohnekamp hat vor einem halben Jahr die Antibabypille abgesetzt. Jetzt hat sie mit Akne zu kämpfen. Es ist echt akut, gerade hier so im Wangenbereich, am Hals, ganz extrem. 2010 wird Hanna Bohnekamp Zweite bei Germany's Next Topmodel. Doch aktuell gibt's Probleme. Ich habe einfach weniger Modelaufträge durch meine Haut. Das ist einfach so. Probleme mit der Haut. So geht es vielen Frauen, die die Pille absetzen. Im Netz zeigen sich viele von ihnen jetzt ungeschminkt, mit unreiner Haut. Ich nehme jetzt seit etwas länger als 6 Monaten die Pille nicht mehr. Ich wollte mal Update zu meiner Haut geben. Lieber Pickel als Pille. Auch Hanna Bohnekamp geht offen mit den Folgen des Absetzens um. Ich habe meine Pille abgesetzt. Es ist gerade ein bisschen übel mit meiner Haut. Es ist wieder richtig schlimm geworden. Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um mich damit abzufinden, sag ich mal, dass meine Haut jetzt erstmal ein bisschen Zeit braucht und dass ich ihr die auf jeden Fall geben muss, diese Zeit. Aber ich habe mich einfach entschieden, das darf mich nicht stören, das darf mich nicht runterziehen. Hanna hat sich gegen die Antibabypille entschieden. Ein Medikament, das ihr schöne Haut beschert hat und auch so jahrelang beworben wurde. Von Pharmafirmen, die mit Flyern und Broschüren auf eine ganz bestimmte Gruppe zielen. Mädchen in der Pubertät. Ich glaube, ich war 16, als ich die angefangen habe zu nehmen. Das heißt ja immer, die Pille macht die Haut so schön. Das hat ja auch irgendwie jeder genommen, also auch von den Freundinnen eben. Deswegen war das eigentlich so normal, einfach die Pille zu nehmen. Arzneimittelexperte Professor Gerd Gläske kritisiert den leichtfertigen Umgang mit dem Hormonpräparat. Wenn die Verhütung nicht ansteht und dann die Pille eingenommen werden soll, nur wegen der Akne oder wegen der Pickel, dann finde ich das nicht vernünftig. Dann ist das etwas, was ich beim Dermatologen besprechen würde, wo es eben auch Mittel gibt, mit denen man Akne sehr gut behandeln kann. Hanna Bohnekamp ist 14 Jahre alt, als sie vom Frauenarzt die Antibabypille verschrieben bekommt. Sie hat damals ihren ersten Freund und mit Pickeln zu kämpfen. Beim Frauenarzt habe ich ein Probierpaket bekommen, sozusagen. Ganz süß, mit so einem bunten Blister, mit Rosenblättern drauf. Fand ich voll schön. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Frauenarzt irgendwie gesagt hätte, aber die Nebenwirkungen sind. Ich war ja auch dementsprechend jung und war nur, meine Haut wird besser und dann war nur noch ein Piep. Mutter Anne Bohnekamp war beim Arzttermin mit dabei. Für sie war nur eines wichtig. Mir ging es in erster Linie darum, dass sie verhütet und auch dann sich sicher fühlen kann. Der Frauenarzt fand das sehr in Ordnung, dass sie die Pille nimmt. Als ich die Pille bekommen habe, habe ich mich auch auf jeden Fall darauf gefreut, dass meine Haut besser wird. Das war für mich fast noch viel wichtiger als die Verhütungsmethode. Hanna Bohnekamps Wunsch geht in Erfüllung. Ihre Haut verbessert sich. Als sie mit 17 Jahren bei Germany's Next Topmodel Zweite wird, taucht sie ein in die Modelwelt. Doch schon damals hat sie mit den Nebenwirkungen der Pille zu kämpfen. Diese Brustschmerzen waren vor allen Dingen nachts spürbar, wenn ich geschlafen habe, irgendwie auf der Seite liegen musste, auf dem Bauch schlafen wollte oder so. Das war einfach gar nicht erst möglich. Es spannte und war einfach hart, also so richtig, dass die Haut einfach auch wehgetan hat. Dadurch ist es natürlich auch bei intimem Kontakt so, dass man eher auf Abstand geht oder das nicht möchte. Mehrfach geht sie mit ihren Problemen zum Frauenarzt. Also, dass ich Brustschmerzen habe, habe ich dann immer wieder gesagt, aber es war halt so, ja, das normal. Professor Gerd Gläske kritisiert, dass viele junge Mädchen von Frauenärzten zu wenig über die Nebenwirkungen aufgeklärt werden. Das ist eine Pille mit einer Zuverlässigkeit, die sicherlich die höchste ist, wenn es darum geht, Schwangerschaften verhüten zu wollen. Aber ich kann die Risiken nicht verheimlichen, ich kann sie nicht sozusagen kleinreden, sie sind da. Ich halte es für besonders wichtig, wenn die Pille zum ersten Mal oder in den ersten Jahren verordnet wird, immer wieder auch darauf hinzuweisen, welche Risiken gibt es. Oder wenn man dann wiederkommt, ein weiteres Rezept möchte, wie ist sie vertragen worden, welche Veränderungen haben sie an sich festgestellt. Hunderte Zuschauerinnen berichten uns von Nebenwirkungen, über die sie nicht aufgeklärt wurden. Ich habe nach einem halben Jahr ungefähr gemerkt, dass ich
sehr viel zugenommen habe. Ganz starke Wassereinlagerungen. Ich hatte Migräne. Ich hatte extreme Stimmungsschwankungen. Die Nebenwirkungen der Pille sind vielfältig, weiß Professor Gläske. Es geht um Thrombosen, also Gefäßverschlüsse, dass es eben zu Gewichtszunahmen kommen kann, dass es dazu kommen kann, dass es, wie es dann in einem Beipackzettel steht, zu Libidoverlust kommt, also zu einem Verlust an sexueller Neugier oder auch sexueller Lust letzten Endes. Es kann aber eben auch eine psychische Störung entstehen. Die größte Untersuchung dazu machten Forscher 2016 in Dänemark mit über 1 Million Frauen. Die Ergebnisse lassen aufhorchen. Frauen, die hormonelle Verhütungsmethoden nutzten, bekamen häufiger Antidepressiva. Im Vergleich mit Frauen, die noch nie mit Hormonen verhütet hatten, bekamen Frauen, die die Pille nahmen, 70% mal häufiger Antidepressiva. Bei den jungen Frauen von 15 bis 19 Jahren waren die Unterschiede noch dramatischer. Für sie stieg das Risiko, Antidepressiva zu bekommen, mit der Pille um 120% an. Ann-Christin Müller aus Neukirchen-Flüen bekommt im Alter von 15 Jahren die Pille verschrieben. Danach leidet sie jahrelang an Depressionen. Das war eine schwierige Zeit. Es war auch für meine Familie nicht einfach. Weil die konnten mit mir quasi gar nichts mehr anfangen, weil ich halt keine Lust mehr hatte, überhaupt irgendwas zu machen. Es gab Monate, da habe ich wirklich jeden Abend nur geweint, geweint, geweint. Ein halbes Jahr lang nimmt die Einzelhandelsverkäuferin Antidepressiva, kann nicht mehr arbeiten und wird insgesamt 8 Wochen stationär in einer Klinik behandelt. Mein Mann war teilweise kurz vorm Verzweifeln mit mir. Der wusste auch gar nicht mehr, was er mit mir machen sollte, weil ich permanent da gesessen habe, weil ich permanent fertig mit der Welt war quasi. Dass ihre Depression mit der Pilleneinnahme zusammenhängen könnte, merkt die 25-Jährige erst, als sie das Verhütungsmittel absetzt. Meine Stimmung ist wesentlich besser geworden. Ich habe wieder mehr Antrieb bekommen, ich habe wieder mehr Lust bekommen, was zu unternehmen, rauszugehen, was zu machen. Ann-Christin Müller schöpft wieder neuen Lebensmut. Auch Ehemann Patrick merkt die Veränderungen an seiner Frau sofort. Wenn man sich das so vorstellt, wenn man jemandem in die Augen schaut und schaut in eine tiefe Leere rein, das war vorher. Und wenn man ihr jetzt in die Augen schaut, das sieht man Strahlen, das sieht man Freude. Seit 2 Jahren verzichtet Ann-Christin Müller jetzt auf die Pille. Und dabei bleibt sie auch. Eine hormonelle Verhütung kommt für sie nicht mehr in Frage. Auch Hannah Bohnekamp entschließt sich im September vergangenen Jahres dazu, die Pille nach 12 Jahren abzusetzen. Ja, letztendlicher Entschluss, wieso ich die Pille absetzen muss, ist mir einfach gekommen, als ich mir vorgestellt habe, was ist das eigentlich für ein Berg an Tabletten, wenn man sich das mal alles auf einen Haufen vorstellt. 12 lange Jahre. Und das war einfach beängstigend. Also es musste was passieren. Durch eine gesunde Lebensweise will Hannah Bohnekamp jetzt ihre Haut wieder ins Gleichgewicht bringen. Ihre Akne zu überschminken, kommt für die 27-Jährige nicht in Frage. Sie geht fast nur noch ohne Make-up aus dem Haus. Ich finde das bewundernswert, weil viele trauen sich ja auch nicht unbedingt ungeschminkt aus dem Haus. Und deshalb finde ich das schon sehr mutig. Also gerade auch, wenn man halt im Model-Business arbeitet, ist das nicht so easy, denke ich. Denn neben dem Lehramtsstudium arbeitet Hannah Bohnekamp immer noch als Model. Doch durch ihre unreine Haut ist die Auftragslage schwieriger geworden. Ich habe einfach weniger Modelaufträge durch meine Haut. Das ist einfach so. Ich muss es immer dazu sagen, wenn ein Job reinkommt, will ich auch immer dazu sagen, ja, meine Haut ist gerade in dem und dem Zustand. Das ist einfach wichtig, weil es im Model-Business darum geht, hat sie klare Haut? Das brauchen wir jetzt, dann bin ich raus. Mit unreiner Haut im Model-Business. Die 27-Jährige hat sich ein dickes Fell zugelegt. Also ich sage schon, auch wenn das zur Sprache kommt und so sich lustig gemacht wird über, na, hast du schlecht gegessen, so Witze gemacht werden, dann sage ich schon, nee, ich habe gerade die Pille abgesetzt und dann ist eigentlich auch schnell Ruhe im Karton. Hannah Bohnekamp bleibt selbstbewusst. Trotz Einschränkungen macht ihr der Modeljob immer noch Spaß. Denn sie fühlt sich wohl in ihrem Körper. Und sie ist sich sicher, dass mit der Haut wird schon wieder. Es war eine Überwindung, auch weil ich dafür Geld bekomme, dass ich als Model funktioniere, dass meine Haut einfach klar ist. Deswegen war es auch nochmal ein besonderer Schritt für mich, zu sagen, ja, ich nehme das in Kauf. Aber ich würde es immer wieder tun und ich würde die Pille nicht nochmal nehmen.